Dr. Buller schlägt zu. Mit Itzabulli als Dr. Buller, Baldi als Rudi, Chalkins als Dr. Buller Chef, der Test als Itza-Helfer, Neon-Auto als Dr. Krawatte, Johnny als Hotelbesitzer, Playtime-Klon als Telefonistin, Flitzer als Herr Blaupuding, Bins als Dr. Automatik, Veseren-Auto als Fräulein Bronislawska, Kanonenflitzer als Dr. Pau, Roter Flitzer als Mr. Nugget, Prinzipell als Inspektor Wiesinger, Playface als Braunauge, Sowie Oranger Test als It's a Friend und Show als Fahrzeugverkäufer. Es singen Dr. Buller und Rudi. Es ist einfach so nah am Ziel. Sänger Frank. Immerzu ein Auftrag. Atemquäfters. Diese Welt wäre so schön, wenn. Schwarzer Flitzer. Ich bin auf der geraden Linie. Blauer Flitzer. Das Essen schmeckt nach Abenteuer. Und Beans. Und Dr. Automatiker. Ich bin voll automatisch. Als Gäste. Blausängerin, Grauweitfahrer, Dr. Heidelbeere und Mr. Singebinge. Dr. Buller, gefällt Ihnen der neue Würfel? Oh ja, gefällt mir sehr, Chef. Das will ich hoffen. Sie werden es nämlich sein, der auf den Würfel aufpasst. Was? Ja. Sie werden auf den Würfel aufpassen. Und zwar ganz alleine. Außer vielleicht Ihr Freund möchte Ihnen dabei helfen. Hallo Anton. Oh, Sie kommen genau rechtzeitig. Sie beide werden auf diesen Würfel aufpassen, während ich auf eine Reise gehe. Verlieren Sie ihn nicht, sonst sind Sie gefeuert, Dr. Buller. Haben Sie verstanden? Ja, Boss, ich bin nicht schwerhörig. Hoffe ich sehr. Also dann. Naja, lass es uns machen. Wer in aller Welt macht da so einen Krach draußen? Können Sie bitte mal etwas leiser sein? Na gut. Also dann, lass uns den Würfel bewachen. Ja. Okay, ich gehe dann mal in den Urlaub. Ein hübsches Ding, das niemand braucht. Da ist ja auch schon mein Reisebus. Also dann, weil dieses Ding niemand braucht, nehme ich es am besten gleich mit. Gut, und jetzt dank daran. Rudi. Was ist denn Anton? Was gibt es denn? Oh nein. Jetzt haben wir ein großes Problem. Ich weiß, wie mir um Hilfe bitten kann. It's a Helfer. Jawohl, was kann ich tun? Wir brauchen dringend deine Hilfe. Ja, aber so schnell wie möglich. Jawohl, Leute, ich helfe euch. Um was handelt es sich denn dieses Mal? Mein Chef hat uns gesagt, dass wir auf den Würfel aufpassen soll, der ihm angeliefert worden ist. Sollten wir das nicht schaffen, dann werde ich gefeuert.
Und nun ist der Würfel gestohlen worden. Gestohlen? Ja, gestohlen. Wir müssen ihn dringend zurückholen. Ich komme etwas später mit einem größeren Fahrzeug nach. Schnell, wenn ihr ihn noch einholen wollt, müsst ihr dringend dieses Fahrzeug da nehmen. Gut, geben Sie mal Gas. Sie. Vorsicht. Der Würfel! Wo ist der Würfel? Ich weiß es nicht. Ich hatte den Würfel, aber nun habe ich ihn nicht mehr. Na, sind Sie doch eine gute Hilfe. Komm schon, Ruth. Bin da, Anton. Und jetzt lass uns Gas geben. Na super. Ich glaube, Rudi, diesmal kann ich meinen Job endgültig vergessen. Sag sowas nicht. Anton, das hast du letztes Mal auch geglaubt. Aber wir konnten dann doch den Vertrag abschließen. Ja, weil mein Chef letztendlich dort war. Aber dieses Mal ist es ein anderer Fall. Ein ernsterer Fall. Ein noch viel ernsterer als der letzte. Komm schon, Anton. Hab Vertrauen in uns. Wir werden es gemeinsam schaffen. Wir müssen den Würfel suchen. Komm. Jawohl, den suchen wir. Kann mir mal bitte irgendjemand beim Aufstehen helfen? Irgendwer? Hallo? Ist da wer? Bitte. Ich werde auch ganz, ganz brav sein, wenn mir irgendjemand beim Aufstehen hilft. Nicht? Na, dann eben nicht. Hallo? Wer spricht? Chef? Was ist denn? Ich werde in den nächsten 2 Tagen kommen und nach dem Rechten sehen. Was? Ja, ja, natürlich. Das ist mir auch klar. Ja, nun ist aber wieder alle friedlich. Ich will nur dort nachsehen, ob dort vielleicht noch mehr ihre Gäste herumlaufen. Naja. Na gut, Wiedersehen. Gut, hier kann niemand das Telefon. Da ist mein Telefon. Ding. Hallo? Ja, hier spricht Itza Helfer. Wer spricht? Itza Freund? Was gibt es, Itza Freund? Was sagst du? Ja, ein gefährliches Telefonat. Ich hab's gehört. Ja, die Telefonistin hat mit dem Inspektor Wiesinger geredet. Er will in den nächsten paar Tagen kommen. Das darf nicht wahr sein. Wenn das der Chef von Dr. Buller erfährt, dann macht er Buletten aus ihm. Ja gut, it's a friend. Ich bin auf dem Weg. Okay, jetzt wird es mal Zeit, dass ich meinen Freunden helfe. Aber schnell. Ja, noch nicht weit. Diese Strapazen. Vorsicht. Au. Was ist denn, Anton? Ich habe mir den Au-Reifen angehaut.
Ich zum Glück nicht. Komm, lass uns weiterfahren. Ja, wenn wir jetzt noch eine Weile stehen bleiben, dann kommen wir nie wieder. Dann kommen wir niemals beim Ziel an. Also lass uns einfach weiterfahren. Da unten ist ja schon das Hotel. Und wir sind gleich da. Noch dieses Stück. Lass uns einfach weiter. Ja. Leute, bleibt stehen. Leute, hört ihr nichts? It's a helper. Warum bist du denn nachgefahren? Mein Freund, it's a friend, macht jetzt Urlaub im Schlosshotel. Er hat gesagt, der Herr Inspektor Wiesiger wird dorthin kommen. Und weil er einen Vertrag mit deinem Chef hat, Anton, bedeutet das, dass er es deinem Chef sofort sagen wird, wenn er dich dort sieht. Dein Chef wird dann umgehend herausfinden, was los ist. Oh du meine Güte. Wir können hier nicht weiter. Aber wir müssen. Der Würfel ist weg. Es geht leider nicht. Tut mir leid, Anton. Gut. Warten wir eben auf meinen Chef und sagen es ihm. Was sagt ihr mir? Wir haben gerade da mit so einem Typen geredet, der laut genervt hat. Dann hat ein so ein Kerl den schwarzen Würfel gestohlen und den finden wir jetzt nicht mehr. Alles gut. Wir haben ja den Inspektor Grassing an unserer Seite. Der will zum Hotel in den nächsten 3 Tagen. Was? Oh nein. Wir müssen den Würfel umgehend finden. Komm schon. Alles bereit machen. Wiedersehen, Itza Helfer. Auf Wiedersehen, Leute. Und grüßt meinen Freund, Itza Friend von mir. Ja, machen wir. Da unten liegt dieser Kerl, der das gemacht hat, Chef. Das ist jetzt egal. Wir müssen umgehend den Würfel finden. Wenn der Inspektor Grassinger uns dort sieht, können wir ihm doch nicht einfach sagen, dass wir den Würfel verloren haben. Erstens weiß er dann nicht einmal als erstes welchen Würfel und das kostet wieder tausende Erklärungen, weil er es sowieso nicht kapieren will. Und zweitens bin ich nicht wirklich sicher, ob er immer freundlich sein wird, den Notfällen. Also lasst uns Gas geben! Ja, ab geht's. Ja. Wir finden den garantiert. Ja, ganz richtig. Wir werden ihn finden. Mm-hmm.